Manchmal kann das Leben hart sein. Wir denken uns, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr, es tut weh, es brennt. Und genau in diesen Situationen kommt es darauf an, machst du weiter oder gibst du auf? Aber wenn du ans Aufgeben denkst, warum willst du aufgeben? Weil andere Leute vielleicht über dich lachen? Oder weil du denkst, du schaffst es nicht? Weil du keine Zeit dafür hast? Weil die andere das vielleicht ausreden wollen? Warum willst du aufgeben? Mach das, was dich glücklich macht und hör nicht auf die Leute, die dir das ausreden wollen. Du gehst deinen Weg, den du für richtig hältst. Und du wirst sehen, dass du noch viel mehr kannst, als du von dir denkst. Denn genau solche Sachen musst du ausblenden. Hör nicht auf solchen Bullshit. Du musst selbst von dir überzeugt sein, zu 100%, dass du das schaffst. Lass den Kopf nicht hängen. Verlierer lassen den Kopf hängen, aber keine Gewinner. Also nimm dir die Zeit für dein Ziel, investiere Arbeit und hab Disziplin, um Erfolg zu haben. Wenn du nicht bis an deine Grenzen gehst, wirst du nie wissen, wo überhaupt deine Grenzen sind. Und wenn du weißt, wo deine Grenzen sind, dann versuch über diese Grenzen zu gehen, um neue Grenzen zu schaffen. Und wenn du immer wieder neue Grenzen für dich selber schaffst, dann wirst du sehen, wozu du alles in der Lage bist. Die meisten werden dann nur sagen, dass das Glück ist. Aber es ist kein Glück. Es ist Arbeit und es ist Disziplin. Und du musst auch mal Nein sagen und auch Dinge und Zeit opfern, um dein Ziel zu erreichen. Denn sonst wirst du es nicht schaffen. Denn es kommt nicht darauf an, wie stark du bist, sondern wie viel du einstecken kannst. Und eins sage ich dir. Wenn du nie aufgibst, kannst du nicht verlieren. Deswegen geh raus, zeig es dir selbst und werd die beste Version von dir selbst. Konzentriere dich deswegen nur auf dich und auf niemand anderen sonst. Es ist wichtig, dass du auf dem Weg zu deinem Ziel hin glücklich bist und du dein Ziel auch erreichst. Wenn du den Kopf hängen lässt, glaub mir, wirst du es später bereuen. Deswegen steh jetzt auf, mach das, was notwendig ist für dein Ziel und investiere Zeit und Arbeit, um dein Ziel zu erreichen. Fokussiere dich auf das Wesentliche. Trainiere und mache Sport. Koche und habe Disziplin. Wachse über dich hinaus und hab Selbstbewusstsein. Mach das, was keiner von dir denkt. Nicht mal, was du von dir denkst. Und dann geh diesen Schritt, vor dem du Angst hast. Geh nur diesen einen Schritt weiter. Und dann wirst du sehen, was in dir steckt. Hab keine Angst vor Veränderungen. Denn wenn du davor Angst hast, dann ist es schon längst notwendig. Und höre nicht da draußen auf die Leute, die dir irgendetwas sagen wollen. Wenn du irgendwelche Fehler machst, dann sind das deine Fehler und nur du lernst aus deinen Fehlern und nur so kannst du besser werden. Lass dich da draußen nicht von irgendjemandem belehren, der überhaupt keine Ahnung hat. Denn nur du gehst deinen Weg. Umgib dich mit Menschen, die dich pushen und die dir sagen, dass du das schaffst. Denn wenn du alleine bist, wird das alles viel, viel schwerer. Große Menschen sprechen über Ziele und Visionen, normale Menschen über Dinge und Sachen und kleine Menschen über andere Menschen. Werd die beste Version von dir selbst.